Hi Leute, Forti hier. Willkommen zurück zu Prince of Persia, The Sands of Time. Endlich geht es weiter. Nach sehr, sehr langer Pause. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was jetzt zuletzt passiert ist. Ich habe mir jetzt die letzten Videos auch nicht mehr so genau angeschaut. Aber erstmal die Regenerierung hier, beziehungsweise den Lebensbalken regenerieren. So, jetzt schauen wir mal weiter. Ich schätze mal. Ah, da oben, gut, dass ihr das gerade gemacht habt, da oben gibt es so ein Erweiterungs-Secret oder so. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Habt ihr gesehen, ja? Den Saal. Aha. Oder? Ich glaube, ich muss da so hier in der Richtung an der Wand entlang oder hoch. Hier wahrscheinlich. Ja. Ich sehe. Ihr wisst, dass ich nicht so gut klettere wie ihr. Falsche Richtung. Was macht ihr? Wartet einfach. Genau, warte einfach und laber nicht rum. So. So. Genau, ja gut. Die Steuerung ist jetzt, glaube ich, so gar nicht das Problem nach der Pause. Sondern so mehr oder weniger die Geschichte. Also auf jeden Fall waren wir da unten beim letzten Mal mussten wir da viele, viele Gegner verkloppen. Okay. So, und jetzt geht's, glaube ich, auf der anderen Seite weiter. Da drüben, das sieht ja fast so aus. Genau. Schön. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, was denn jetzt eigentlich die eigentliche Geschichte ist hier, die Hintergrundstory. Und zwar, ganz am Anfang haben wir ja sozusagen den Dolch der Zeit gestohlen, den haben wir auch hier. Und dann hat sich sehr viel verändert hier in der in dem Schloss hier, beziehungsweise im Palast. Die ganzen Wachen von dem Volk von hier, von den Persern, beziehungsweise, ja, also im Prinzip die Krieger, mit denen der Prinz auch hier hingekommen ist, die haben sich verwandelt. Auch sein Vater hat sich verwandelt. Ich schätze mal, wir müssen hier irgendwie die Brücke senken, bis, ja, dass wir weiterkommen hier. Okay. So, und jetzt ist natürlich die Aufgabe, oh, falsche Richtung. Puh. Die Aufgabe an sich ist natürlich, dass wir das Ganze wieder rückgängig machen. Ich möchte irgendwie mich umdrehen in die andere Richtung. Ah, jetzt. So, nochmal umdrehen. So. Jetzt kurz warten hier. Die nächsten Fallen sind schon am Start. Ja, aber ist jetzt erst einmal keine allzu große Herausforderung hier. Einfach nur abwechselnd. Einmal links, einmal rechts. Das ist, glaube ich, hier ein bisschen. Achso. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Aber easy. So, da vorne haben wir einen Hebel, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man das da runterziehen muss. Ich bin hier unten. Schön für dich, dass du unten bist. Na gut, wir müssen jetzt anscheinend auch runter. Auch in solchen Fässern könnte man manchmal was finden. Mal gucken. Auch diesmal irgendwie nicht. Hier gibt es noch den nächsten Hebel. Da ist eine Leiter. Okay, da kommt jetzt die Dame nach, also die Prinzessin. Ja, ab und zu ist das Spiel ja so programmiert, danke. Dass... Danke. Ab und zu ist das Spiel ja so programmiert, dass der Prinz, also unsere Spielfigur hier, auf die Hilfe der Prinzessin angewiesen ist. Genau. Und da oben ist jetzt auch
Achso, da sind wir hergekommen. Kommt jetzt nachher. Ja. Ah, hier ist noch so ein Sandbehälter. Wir sind über dem Bestiarium. Wir müssen über diese Brücke. Wir müssen über diese Brücke, aber da ist noch Sand. Wie kommen wir da rein? Oh. Ah, die kommt da rein. Ja, genau. Das wollte ich gerade vorschlagen. Genau, schön. Ja, diese ganzen Sandbehälter, ich schätze mal, die werden wir irgendwann brauchen. Je mehr Sandbehälter, desto öfter können wir die Zeit zurückdrehen. Und ich glaube, das wird auch wirklich nötig sein bei den ganzen, also spätestens natürlich beim Endboss. So. Und ihr habt gesehen, die, oder beziehungsweise, ja, die Brücke. Die, oh, was war das denn? Konnte man hier noch runter? Musste man denn runter? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, muss man. Hier muss man runter. Genau deshalb ist das hier so markiert. Die Prinzessin kommt auch nach und hier ist die Brücke, die wir gerade gesenkt haben. Und ich schätze mal, gleich werden auch die nächsten Gegner kommen. Genau. Gerade gesagt. Quasi auf zu. Aufpassen, weil erstens muss ich die Prinzessin beschützen, dass sie hier nicht, dass sie hier nicht angegriffen wird. Und andererseits ist es natürlich sehr gefährlich, dass man hier mit einer Brücke quasi kämpft. Ich habe mich doch die Verteidigung da oben gehabt. Jetzt spulen wir ein bisschen zurück hier. Ich habe doch die Verteidigung oben gehabt. Okay, der ist natürlich jetzt geboren. Ah, shit. Auch das spulen wir nochmal zurück. Also ich habe am Anfang relativ viel Damage bekommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das wollte ich möglichst vermeiden. Aber jetzt ist es natürlich zu spät. Helft mir! Ja, ja, hilf dir selbst. Ich bin selber total verrückt. Was ist denn los? Irgendwie hänge ich hier fest. Irgendwie bewegt sich. Was ist mit meiner Tastatur los? Okay. Das spulen wir nochmal zurück. Einmal kurz. So. Jetzt regeln wir das hier mal eben. Ja, es ist ein bisschen kacke. Die Steuerung und die Perspektiven waren irgendwie noch nicht so richtig ausgereift damals. Aber
gar keine Sorge, das haben wir schon des Öfteren hingekriegt. Ich kriege ja nur jetzt wieder mal hingekriegt. Das sieht doch fast gut aus. So. Jetzt mal schnell regenerieren. Ja, manchmal ist das ein bisschen anspruchsvoller. Und ich glaube, ich bin am Anfang, also vorhin, wo ich gefragt habe, was mit meiner Tastatur ist, ich glaube, da bin ich einfach hängen geblieben oder verrutscht mit den Fingern. So, jetzt speichern. Damit wir das, oder das nächste Mal, wenn wir gleich vielleicht sterben, was ich natürlich nicht hoffe. Nein, wir werden nicht sterben. Aber falls irgendwas passiert, fangen wir hier an. Und wir sehen natürlich hier die Vorschau der nächsten Sachen, die wir gleich erleben werden. Ich habe gerade irgendwie nichts wahrgenommen. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. So, wir müssen da... Obwohl, nee, stimmt, wir müssen hier... Nee. Hier sind wir hergekommen von dieser, aus dieser Richtung. So, es ist Zeit für das nächste Rätsel, glaube ich. Obwohl, so rätselhaft wird das jetzt nicht, aber... Naja, eigentlich könnte ich mal wieder so eine Aufgabe vertragen, wo man so ein bisschen das Gehirn anstrengen muss. Hier auf euch. Einverstanden? Einverstanden, ausnahmsweise. Okay. Okay, das ist tatsächlich ein wenig, obwohl, ne, ich glaube, ich komme da rüber, oder? Es ist gar nicht so schwierig. Ne, ich komme nicht rüber. Okay, das heißt, wir haben tatsächlich irgendwie eine Kleinigkeit hier. Ich habe das Gefühl, all das schon einmal erlebt zu haben. Nö, easy. Easy. Genau. Ich wollte sagen, vielleicht ist das jetzt schon tatsächlich doch das Rätsel, aber es ist ja irgendwie nichts los hier. Das bewegt sich. Okay. Aber ich muss diese Plattform noch weiter drehen, damit die Prinzessin darüber kommt. Oh. Da kann man rausgucken. Da hoch komme ich nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Warum führt mich denn der Weg hier hoch? Verstehe ich irgendwie nicht. Seht ihr das? Nee, ne? Also da kann ich an diesen Stäben theoretisch entlang, aber warum führt mich der Weg hier hoch? Also diese Kanten da. Na gut, ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder runter. Also da muss ich, glaube ich, tatsächlich hin. Aber wie? Da ist ja diese Säule im Weg. Ich kann nicht an der Wand entlang laufen. Oder doch? Doch kann ich. Oder? Mal gerade schauen. Also da komme ich gar nicht in diese Ecke rein. Komme ich jetzt darüber zu dieser Plattform? Nee. Immer noch nicht.
Oder muss ich vielleicht von der anderen Seite? Nee, jetzt bin ich hier und ich bin hier an der Wand hier entlang, ja, ne? Ich glaube schon. Und wenn ich runtergehe. Ich sterbe da, wo es eigentlich gar nicht so hoch ist. Okay. Da muss ich irgendwie hoch, aber ich habe da jetzt nichts gesehen, was mich irgendwie weiterbringt. Da haben wir es. Ups, wir haben jetzt doch tatsächlich ein Rätsel, ich glaube, gleich interessant aufgebraucht. Ohne dass wir jetzt hier gegen einen Endboss kämpfen. Aber hier sehe ich einfach nichts, was mir irgendwie was nützt. Ich muss eigentlich da hoch. Ich bin jetzt gerade ein wenig überfragt. Komm, spring runter. Ah, was? Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem. Ah, toll. Ich muss jetzt nur noch einmal da dran springen. Dann kam wir eben. Jetzt an eurem Hebel. Ah, weißt du? Eigentlich ziemlich easy, aber. So, jetzt geht die da hoch und nicht ich. Okay, jetzt zieht sie natürlich da oben am Hebel und was passiert dann? Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Okay, mach das mal. So, und jetzt nützt mir nämlich dieser Pfad nach oben, beziehungsweise diese Kanten hier, an denen ich hochklettern kann. Ja. Okay. Und was passiert jetzt? Das erscheint mir ziemlich weit. Ich muss da doch nicht rüberspringen, oder? Ach, guck mal, da ist ein Bug. Ich rutsche wieder an der Plattform entlang. Ja, jedenfalls, ich sehe hier eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu springen. Ja, am besten springen, wenn ich springen sage. Nee, nee, nee. Also so muss das eigentlich nicht, aber... Aber wohin? Jetzt bin ich hier ein bisschen gefangen hier an der Plattform, oder? Ich komme auch nicht um die Plattform, sodass ich halt in die Richtung irgendwie springen könnte. Geht eigentlich auch nicht. Ah ja. Wahrscheinlich muss sie nochmal an diesem Hebel ziehen, aber. Aber irgendwie. Wie bewege ich sie denn dazu? Oh. Nicht runterfallen. Komisch. Ich kann da nicht über das Geländer, über diese Kette drüber springen. Tja. Also ich glaube, ich bin da jetzt wieder auf sie angewiesen, aber wie aktiviere ich jetzt ihre Handlung da hinten?
komisch. Ich habe jetzt auch, glaube ich, nur noch einen Sandbehälter. Das heißt, wenn ich irgendwie gerade runterfalle, muss ich den Weg wahrscheinlich neu machen irgendwie. Ach, oder muss ich darüber? Kann ich aber auch nicht. Und ich kann hier auch nicht um die Plattform drumherum klettern oder mich hängen lassen oder entlang hangeln, um darüber zu springen. Aha. Ah, jetzt muss ich. Ah. Ich muss hier raus aus. Ja. Jetzt verstanden. Ich muss außerhalb des. Oder außen am Turm entlang. Jetzt geht's hier natürlich weiter. Da seid ihr ja. Bevor es weitergeht, werde ich hier nochmal schnell rausgucken, ob ich hier auch alles gecheckt habe. Also hier sehe ich nichts mehr. Oh, nicht. Nicht fangen. Na gut. Dann geht's hier weiter. Achso, ich wollte jetzt wieder springen. Aber das ist eben die Aktion, auf die ich gewartet habe, dass die Prinzessin mich eben bewegt, die Plattform. So. Da gibt es noch eine noch einen Knopf, so einen Button hier. Naja, was heißt Knopf? Also ich meine diesen Hebel, meine ich. Okay, jetzt kommt sie hoch und jetzt kann sie in diesen Spalt reinklettern. Rechts unten von der Tür. Und wahrscheinlich wieder da irgendeinen Knopf drücken oder so, dass wir da eben durch die Tür können. So. Hoppla. Wenn ihr unter diesem Tor durchpasst, bin ich beeindruckt. Ich kannte dieses Loch. Ich wollte nur sehen, ob ihr es auch kennt. Mhm. So sieht es nämlich aus. So, hier sind wieder ein paar neue Gegner. Was heißt Gegner? Also keine neuen Gegner, aber wieder Gegner, die wir jetzt. Also diese Adler, aber nee, nicht Adler, aber diese Vögel da. Die sind hier eigentlich. Eigentlich gar nicht so anspruchsvoll. Das war's, glaub. Nee, das war's noch nicht. Ja, die muss man mindestens ein, zweimal treffen, damit sie wieder. Damit die auch tatsächlich sterben. Und guck mal an. Die Prinzessin trifft auch was. So, jetzt war's das schon. Das war jetzt gar nicht so schwierig. Ich würde sagen, wir machen hier, bevor ich speichere, weil da kommt nämlich die nächste Vorschau, mache ich hier einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dann.